Ja, und das hatten wir zunächst mal ein frohes neues Jahr. Herzlichen Glückwunsch zum Auftaktsieg. Das war ein hartes Stück Arbeit heute. Auf jeden Fall. Wir wussten, dass Essen ein anderes Gesicht zeigen wird im zweiten Spiel. Und genauso haben sie gemacht. Sie sind rausgekommen, haben sehr aggressiv verteidigt, wollten auf keinen Fall nochmal so ein Spiel abliefern wie im Hinspiel. Das wussten wir. Und wir dachten nach wirklich 4 Minuten, das wird genauso weitergehen wie im Hinspiel, wo wir 12 Minuten vorne waren. Und dann haben wir es einfach hängen lassen. Und dann haben wir es einfach schleifen lassen. Und dann hat Essen in den Rhythmus gekommen, hat Schüsse getroffen. Und wir waren dafür nicht ganz bereit in der ersten Halbzeit, haben nicht so gut gespielt. Zweite Halbzeit aber wesentlich besser von uns. Aber wir wussten, dass Essen ein anderes Gesicht zeigen wird als im Hinspiel. Meiner nach sind sie eine der besten Verteidigungsmannschaften in der Liga jetzt. Und das haben sie heute gezeigt. Ihre Mannschaft hat in der Frühphase des Spiels gleich 4 Dreier getroffen. Ging da so ein bisschen die Konzentration danach runter, so nach dem Motto, es läuft? Richtig, das, was ich gerade gemeint habe, mit 12-5 vorne, dachten wahrscheinlich alle, jetzt geht es so weiter wie im Hinspiel, wo wir jetzt Punkt für Punkt machen. Und Essen hat nicht aufgegeben, Essen hat wirklich gekämpft, hat jeden Looseball ergattert in der ersten Halbzeit und dafür waren wir nicht ganz bereit. Und wir waren uns ein bisschen zu selbstsicher von dem Hinspiel. Ich habe die ganze Woche gewarnt, aber es ist natürlich immer im Unterbewusstsein der Spieler nicht ganz so einfach, nach 2 Wochen der gegen eine Mannschaft zu sagen, ja, jetzt kommt eine gute Mannschaft, wenn man sie mit 40 geschlagen hat. Aber das Hinspiel war für mich eben nicht aussagekräftig. Eher jetzt das Rückspiel. Die Dreierquote war im Verlauf der Hinserie so ein kleiner Schönheitsfleck auf der ganzen Geschichte. Heute 14 getroffene Dreier. Ist da über Weihnachten Knoten aufgegangen? Ja, ein bisschen Wurftraining macht über Weihnachten keinen Spaß, aber wir sind eine gute Mannschaft von außen. Wir können treffen und das hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und wenn der erste oder zweite fallen, dann ist es wesentlich, wesentlich einfacher. Und man kann jetzt nicht erwarten, dass immer so eine Quote zustande kommt, aber wir sind eine bessere Mannschaft in unserer Punktlinie, als die Quote gerade hergibt. Das war der Auftakt zu einer Konstellation, 3 Spiele binnen 9 Tagen. Wie wichtig war es, sich einfach Schwung zu holen, diesen ersten Sieg auch zu landen? Ja, ist immer nach so einer Pause, ist immer schwierig, das erste Spiel zu spielen. 2 Wochen kein Wettkampf, ein paar Tage frei. Das ist immer schwierig, wieder reinzukommen. Und deswegen war dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Deswegen war die Konstellation nicht ganz so toll, dass es eben, wie gesagt, so ein Hinspiel gab. Aber für uns war es wichtig, der Sieg. Und jetzt müssen wir weiter arbeiten, die nächsten 2 Tage und dann Heidelberg vorbereiten. Im Prinzip war es ein perfekter Abend. Jena verliert in Hamburg, Kirchheim verliert in Gotha. Vorsprung vergrößert auf Kirchheim, Rückstand verkleinert auf Jena. Perfekt, besser kann es nicht laufen. Ja, aber ich habe schon mal gesagt, also die Hinrunde ist noch, oder die Rückrunde ist jetzt noch lang. Wir müssen Spiel bei Spiel spielen. Was die anderen machen, interessiert uns erstmal nicht. Wir müssen Siege holen und dann schauen wir nach dem 30. Spieltag, wo wir stehen und hoffentlich in den Playoffs. Abschließende Frage. Ihre Leistungsträger haben heute annähernd fast eine halbe Stunde gespielt. Vom Gefühl her fast zu lange? Nein, also ich denke, wir haben jetzt eine Woche Pause gehabt, also jetzt sollten die Akkus wieder aufgeladen sein, deswegen da glaube ich, wir haben keine Sorgen, wir haben einen großen Kader, im nächsten Spiel werden sie vielleicht nicht ganz so viel spielen, wie ich schon gesagt habe, müssen die jetzt gesunden Spieler wieder reinbekommen, Donald wird im nächsten Spiel natürlich mehr spielen und dann wird auch die Zeit wieder etwas runtergehen.